Vor dem Vortrag über den Sinn des Sammelns gab es am Mittwoch im Jurizeum erst einmal ganz praktische Beispiele, wozu Sammelleidenschaft führen kann. Nicht weniger als 2632 Bockkäfer übergab Lothar Schemschat dem Haus der Sammlungen sein Lebenswerk. Mehr als ein Leben lang, nämlich seit 150 Jahren, werden im Jurizeum verschiedenste Belege, Vögel, Mollusken, Insekten und viele mehr zusammengetragen. Dass diese für aktuelle Forschung extrem relevant sind, darum ging es im Vortrag von Dr. Robert Sommer von der Universität Rostock. Zum Beispiel geht es um Mammutzähne. Ich habe also unter anderem mal aus dem Myrizeum vor etlichen Jahren auch Mammutzähne beprobt und für Altersdatierung genutzt, also um zu gucken, wann die Mammuts hier bei uns gelebt haben. Und da stelle ich Ihnen einen Fund auch vor, der ist ungefähr 48.000 Jahre alt. Mit der Reihe Mittwochs im Museum will das Myrizeum Fragen beantworten, die sich die Besucher bei ihrem Gang durch Aquarien, Wald- und Wiesenwelten stellen. Dazu werden regelmäßig Experten aus dem jeweiligen Bereich eingeladen. Wir hatten zum Beispiel hier schon die Imker, die über das Leben der Biene und die Bedeutung der Biene für den Naturkreislauf gesprochen haben. Wir haben auch den Amtsleiter vom Müritz Nationalpark da gehabt, der erklärt hat, warum so ein großes Gebiet unter Naturschutz gestellt werden muss. Wir hatten in einen Vortrag zu den Serraner Buchen, die mittlerweile ja UNESCO-Weltnaturerbe sind. Und so kann man sich vorstellen, dass peu à peu das Myrizeum alle Themen hier präsentiert. Und auch Dr. Sommer konnte noch etwas zur Sammlung beisteuern. Ein Stück sogenannten Sternberger Kuchen. Dabei handelt es sich um ein Gestein aus der Weichsel-Eiszeit, welches einen Schatz an Fossilien enthält. Neben den Vorträgen blickt das Myrizeum mit der Sonderausstellung »Ein Schatz der Wissenschaft« in seinem Jubiläumsjahr gemeinsam mit den Besuchern auf die stetig wachsende und weiterhin hochaktuelle Sammlung.